Guten Morgen, meine Lieben. Heute beginne ich mal den Vlog. Luisa so ganz skeptisch. Was willst du von mir? Bitte was? Bitte was willst du? Ja, mein Deutsch drückt dich. Liebi, das ist immer so unser Ritual am Morgen. Mal ordentlich strecken. Ja. Super. Ja, guten Morgen, meine Lieben, vom ungebürsteten Real Life. Ja, ich habe bisher nur Zähne geputzt, Gesicht gewaschen und Haare nicht gebürstet. Und das Badezimmer habe ich geputzt. Dabei interessiert sich niemand, wie meine Haare ausschauen. Also bitte, don't hate me. Die Luisa ist auf jeden Fall gerade wach geworden um 10 Uhr. Bestes Mädchen. Und wir müssen uns nochmal ein Auto anschauen gehen, weil der Papa hat gestern ein Auto gefunden und angerufen. Und das ist ein Opel Zafira. Also wir haben uns bisher alle Modelle angeschaut, alle möglichen. Und wir haben gesagt, wir müssen uns den Opel Zafira auch selber anschauen, nur auf Empfehlung von anderen. Uns nicht anzuschauen wäre jetzt irgendwie doof, weil ich finde zum Beispiel, man muss sich einfach selber ein Bild machen, ob es für einen passt oder nicht. Und ich habe mir auch VW Touran angeschaut und da war ich so, wow, da ist überhaupt kein Parkplatz mehr. Kofferraum mehr. Und vielleicht ist aber auch so viel mehr Kofferraum. Ich weiß es nicht. Wir haben uns auf jeden Fall gestern schon echt viele Modelle angeschaut und es war einfach eine pure Enttäuschung. Mein All-Time-Favorite ist immer noch der Galaxy. Also der Ford Galaxy, da hat man wirklich super Platz zum Sitzen und ja, also entweder wir schauen uns den Opel Zafira an, weil das wäre halt wirklich kostengünstiges Auto oder halt ein teureres, größeres, ich weiß es nicht, ich hasse dieses Thema Auto schon, ich habe es bis dahin und ich mag nicht mehr. Gut, ich werde mich heute Luisa jetzt mal fertig machen, anziehen und dann los geht's. Der Papa sitzt da jetzt in diesem silbernen Auto und also das ist ein Opel Zafira, schaut sich den gerade an. Ist sogar eine Runde jetzt gefahren. Muss ehrlich sagen, dass er eigentlich ja, recht okay ist. Also ich dachte, ich habe mir den jetzt irgendwie schlimmer vorgestellt. Er ist eigentlich, sage ich mal, recht okay für dieses für diesen niedrigen Preis, den er eigentlich hat, ist er eigentlich schon recht gut. Wir überlegen uns halt die ganze Zeit nur so, wie machen wir das, wie setzen wir wo welche Kinder hin, weil wir haben ja doch noch 3 Kindersitzkinder. Ja, das muss ich wirklich gut überlegen, weil man doch eigentlich Geld ausgibt für ein Auto, das vielleicht zu klein oder zu unpraktisch oder sonst irgendwas ist. Schön ist er eigentlich auch. Gefallen tut er mir schon recht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er hat echt wenige Kilometer. Das ist jetzt ein älteres Paar. Die haben nur 10.000 Kilometer und die wollen so um die, ich glaube, 7,9 fürs Auto, sowas herum, also recht gut. Die sind nicht so oft damit gefahren, haben noch einen anderen Opel, einen ganz kleinen. Ja, mal gucken. Papa ist hin und weg vom Auto, ich sehe das schon in seinem Gesicht schon. Er weiß, dass ich noch ein bisschen so, ja, hadere, aber er ist, ich glaube, der wird sofort mitnehmen. Der kommt jetzt. Ich bin gespannt, muss ich sagen. Der sagt sicher, komm. Er fragt aber sicher, was sagst du zu dem Mann? Was sagt der Mann? Ich weiß nicht, dass du das sagst. Weil er, ich weiß nicht, mir gefällt das. Von Motorisierung her ist okay. Also ja? Er ist ziemlich rund. Wie dann nimmer? Das ist das erste Fahrzeug, also er ist der erste Besitzer. Wie viele wollen die haben? Ich habe gerade gesagt, der Papa kommt rein und fragt mich, was sagst du dazu? Ich weiß nicht, was die wollen, 7.900, glaube ich. Der hat jetzt noch mehr Interessenten oder so, oder? Ja, ich kann mir gut vorstellen. 7.900. 2010. Wie viel willst du ihnen anbieten? 7? 7,5. 7,5? Und wenn nicht, wie? Weiß ich nicht. Und ich frage, was der letzte Preis wäre. Genau. Und dann? Okay, ich danke dir. Wenn ihr dann? Wann machen wir die Papiere? Das ist am Dienstag. Ja, man öffnet. Aber ich zahle keine Anzahlung jetzt. Na.
So, meine Lieben, Stunden später, na, Scherz, nicht Stunden, aber vielleicht eine Stunde ist es die Entscheidung gefallen. Das ist unser zukünftiges Auto. Ich bin geschminkt, wie man sehen kann. Ich werde jetzt nämlich das Christmas, nein, What I Got for Christmas Video drehen. Ja, es ist total ungewohnt, mich geschminkt zu sehen, weil ich schon Wochen nicht mehr geschminkt war. So, ich werde hier noch ein bisschen das Setting machen. Vielleicht mache ich meinen Mann, meinen Schwiegerpapa weg, weil es zu Christmas Ding nicht passt. Und ich mache das noch weg. Ja. Aber ich werde mich jetzt sputen, es zu beginnen. Ich werde noch das schnell montieren, weil ich habe jetzt noch mein Handstativ, wie ihr sehen könnt. Und ich muss es aber hier ran montieren. Ja, okay, sieht nichts. Egal, ich mache das jetzt und ich drehe gleich mein Video, bevor die Luisa vielleicht wach wird. So, meine Lieben, ich bin fertig mit dem Video. Ihr seht, ich bin jetzt im Wohnzimmer. Ich habe jetzt nochmal einen Location-Wechsel gemacht. Hat mir nicht so gut gefallen und der Papa war so lieb und hat die Kinder mitgenommen, die Kleinen. Luisa in den Kinderwagen und die Lara natürlich, die Michelle ist auch mitgegangen. Und die sind eine kleine Runde draußen gegangen, damit die das Video abdrehen kann, weil das wäre halt schwierig gewesen mit der Luisa. Ich meine, ich kann sonst andere Videos gerne mit ihr drehen, wo ich sie halte. Aber das ging jetzt nicht so. Also wäre jetzt blöd gewesen, wenn ich die Sachen hochzeige und so. Mein Papa kommt gleich rauf. Mir sind die Füße eingeschlafen, denn ich hocke hier auf den Couchtisch. Ja, gut. Ich muss die Kamera aufladen und dann müssen wir uns ein bisschen für Silvester vorbereiten. Hallo. Hallo, meine Ratten. Wie ist das Bauchweh? Immer am Abend. Immer. Das ist wirklich so jeden Abend, ich muss mir wieder so eine Windsalbe kaufen. Lara? Was machst du? Bitte? Das war letztes Mal auch so, am zweiten Mittag auch wieder. Ja, früher hast seine Partner alle zusammen im Fleisch gegessen. Ich sag mal, das plus Fleisch plus Kartoffeln müssen wir noch kochen. Der Papa bereitet nämlich gerade die Sachen fürs Raclette vor. Weil ich mit Luisa jetzt hier. Die Luisa, die ist am Abend immer so jetzt in letzter Zeit, so zwei, drei Tage gewesen. Und es ist mir schon leid für mein Häschen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal pumpen gehen, das mag sie gerne. Lass die Luisa bitte. Mama, Luisa. Wir sind schon beim Raclette-Essen. Der Papa hat so kleine Frikadellen, schon so süß aus als ich. Meine gute Idee, oder? Hey, ich mag auch einen Shrimp. Mama, ich denke, das wird mir noch passen, wenn ich so neu bin. Ja, die Michelle hat gestern ein T-Shirt bekommen. Gestern? Gestern, ja. Wo soll das denn platzieren? Hier? Ja. Die Kartoffeln haben wir leider erst zu spät begonnen. Hast du vor kurzem geschaut, ob die fertig sind? Ja, aber wir sind steinhart. Sie sind schon fertig, schätze die Kartoffeln.
Komm, Sheila, geh schnell mit Papa. Hi, Sheila. Ich muss die Hobby nehmen. Die Sheila muss zum Arzt, hat sie. Ja, ich mache schon. Ich wollte euch noch ein Update geben und mich dann vom Vlog verabschieden. Heute werde ich euch nicht bis nach dem Feuerwerk mitnehmen. Also der Papa hat die Sheila dort gelassen und sie hat halt sehr viele rote Blutkörperchen und starke Leberwerte. Starke Bauchschmerzen. Bleibt sie nach dort und ja.